moin und herzlich willkommen zu Target Priority, dem ziemlich kompetitiven 40K-Podcast. Ich bin Sebastian. Ich bin Benjamin. Und heute habe ich mich wieder auf das ganz normale Intro verlagert. Ich dachte, die Stimmshow vom letzten Mal, das machen wir dann nicht so regelmäßig anders, weil dann wirkt das, glaube ich, extrem komisch. Wie dem auch sei, wir sind zurück. Benni, geht's dir gut? Mir geht's ziemlich gut. Ziemlich gut. Das ist ja überwältigend. Ja, fahr nicht gleich komplett aus der Haut, bitte. Ich habe bin direkt von der Arbeit in mein Turnierspiel gefallen und jetzt in einen Podcast. Aber sonst alles gut. Ja, das ist schön, dass du es dann noch geschafft hast, uns hier heute zu beehren. Das finde ich gut. Und deswegen wollen wir dann das Intro auch gar nicht mal so lange draggen. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Wir fangen erstmal ganz normal damit an, uns zu bedanken. Und zwar bei den Menschen, die es für nötig halten oder einfach so freundlich sind. Und ihr hart erarbeitetes Geld. Und in dieser Zeit, in der wir momentan leben, ist das gar nicht hoch genug zu hängen, uns etwas zu spenden. Wir haben 30 Euro auf unseren Patreon bekommen und haben jetzt einen neuen 10-Euro-Spender, der namentlich nicht genannt werden möchte. Das ist vollkommen okay. Du weißt, wer du bist. Super geile Sache. Danke, Mann. Vielen Dank. Richtig, richtig geil. Wir wissen schon ziemlich genau, wo das ganze Geld hingeht. Von daher freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt da ist. Ganz toll. Und zusätzlich haben wir noch einen 10-Euro-Spender. Das ist der Michael Bilitewski. Super geil. Auch dir, Michael, vielen herzlichen Dank, dass du uns supportest, dass du der Meinung bist, dass sich das lohnt. Das finden wir fantastisch. Da freuen wir uns drüber. Danke, danke, danke. Und für alle anderen, die irgendwie spenden wollen oder uns ein bisschen supporten wollen, die können sich gerne umschauen auf Patreon. Bitte? Hast du nicht drei gesagt? Das waren doch jetzt erst zwei, oder? Nee, es waren nur zwei. Ach so. Also nicht nur, es waren zwei. Hey. Ich glaube, nicht nur zwei. Dann habe ich einfach falsch gehört. Oder wie auch immer. Danke an euch beiden. Genau. So. Danke an euch beide. Und falls ihr spenden wollt, dann könnt ihr auf patreon.com/targetpriority40k gehen und da könnt ihr so ein bisschen langzeitmäßig spenden. Das ist dann so ein kleiner Dauerauftrag für uns. Wenn ihr der Meinung seid, das wird 10 Euro pro Monat in unsere Reihen zu stopfen, dann habt ihr nicht die Möglichkeit, ihr gewinnt nichts, sondern ihr bekommt einfach direkt was. Und zwar unsere extra limitierten Target Priority Würfel, die kriegt man auch wirklich nur, wenn man ein halbjahres Patreon bei uns ist oder wenn man auf einem Turnier gegen uns spielt. Und da das momentan extrem schwierig sein wird, solltet ihr euch überlegen, ob ihr nicht überspenden wollt, falls ihr richtig geile Würfel haben wollt. Ich habe gehört, die würfeln extrem viele Sechsen. Bei mir. Ja, bei mir tun sie das. Bei Moralwerttests halt. Mhm. Nicht Klassiker. So ist es nämlich. Da könnt ihr dann, also falls ihr so ein Langzeitmensch seid, für die, die es kurz und dreckig mögen, die können gerne auf ko-fi.com/targetpriority40k einfach ein Käffchen uns überlassen. ko-fi.com/targetpriority40k. Ansonsten würden wir es mal wieder super finden, wenn ihr uns eine kleine Review auf Facebook schreibt, uns auch hochratet auf iTunes. Und ansonsten würde ich immer empfehlen, wenn ihr über 40K schnacken wollt, dann geht ihr entweder in die Competitive 40K-Gruppe auf Facebook oder, und das ist noch wichtiger, ihr kommt auf unseren Discord. Denn da sind, Benny, sag du die Zahl, sag sie einfach. Wie viele Leute sind 400? Also mindestens. Mindestens wie viel? Mindestens 400, hätte ich gesagt. Guck mal, hier 300, 100, das sind doch viele. Auf jeden Fall viele. Also auf jeden Fall verdammt, verdammt viele. Man hätte nicht geahnt, Über 400 und es sind, sei es drum, es sind gerade 96 40Kler online. Ja. Und das ist hier heute ein Montagabend. Also liebe Leute, wenn ihr über 40K sprechen wollt, derzeit zuschauen wollt, weil das Warphammer-Turnier, täglich werden derzeit Spieler auf den Discord übertragen. Das ist ganz, ganz großartig. Wenn ihr Teil davon sein wollt, kommt auf unseren Discord-Server. So, das war Intro mit Shoutouts. Vielen Dank nochmal an die Jungs, die fleißig spenden. Falls ihr wollt, tut es ihnen gleich. Ansonsten ratet uns, lädt das ganze Zeug, sagt euren Eltern Bescheid, dass sie uns hören sollen. Das ganze Zeug, ihr wisst, wie es geht. Und jetzt rutschen wir einfach mal rein in die Folge. Vielen Dank. Jo. Beginnt mit News. Ja, mit heißesten News, ne? Also ja. Die Woche wird ja richtig interessant.
Ich habe gehört, es wird was passieren. Ja, einige Dinge geschehen. Manche sind im Umbruch, einige sind immer so wie vorher. Ich habe den Faden leicht verloren, beziehungsweise kann die Brücke nicht mehr bauen. Wie dem auch. Den Faden abgebrannt. Der Faden ist abgebrannt. Er war eine Zündschnur. Und so, und zack, bin ich wieder zurück im Spiel. Hervorragend. Also, wie ihr Leutchen da draußen wisst, sind Benny und ich immer wieder gerne dabei, ein bisschen Turnierorganisation zu betreiben. Und das machen wir mit unseren Freunden aus den Niederlanden ganz gerne, mit den Jungs von der Alliance Armory, die auch Großturniere oder Großevents in Amsterdam veranstalten, bisher jedenfalls. Und wir haben ja schon so ganz leicht geteased, beziehungsweise euch eigentlich schon darauf vorbereitet, dass unser Hanseatic Alliance Open am 3. und 4. Oktober in diesem Jahr stattfinden wird. Und das wird auch so sein. Und die Tickets dafür, Benny, was ist mit den Tickets? Die wird es wohl jetzt geben, habe ich gehört. Also, am Freitag ist der Ticket-Release. Freitag ist 1. Mai. Genau, das ist der 1. Mai. Das heißt, ihr habt alle auch Zeit. Da gehen die Tickets online und erfahrungsgemäß geht es relativ schnell. Es wird auch ein kleines Release-Event in guter Tradition bei den Alliance-Jungs geben. Und dann gehen die Tickets live und wir freuen uns und sind mega gespannt, wie das laufen wird, dass wir die alle schön, alle Leute beisammen kriegen. 120 Plätze wird es geben, mindestens. Und ja, mit dem Hotel ist soweit alles in trockenen Tüchern. Die freuen sich natürlich auch, dass wieder was stattfindet bei denen. Ja. Und ja, also am Freitag Ticket Release. Wir haben auch einen Preis für die Tickets. Der beträgt läppische 62,49 Euro. Eine von diesen Zahlen wird sein. 62,49 Euro, also unwesentlich mehr als beim letzten Mal, klitzekleiner Inflationsausgleich. Dafür haben wir ein größeres Event jetzt mit deutlich mehr Spielern, mehr ITC-Punkten, allem drum und dran. Es gibt weiterhin grandioses Essen. Wir haben das Hotel auf bessere Getränkepreise verpflichtet, sodass auch dieser kleine Kritikpunkt aus dem letzten Jahr definitiv abgestellt wird. Also wir haben auf jeden Fall auf die Menschen, die das Survey ausgefüllt haben, sagt nicht, es bringt nichts, sowas auszufüllen. Genau deswegen brauchen wir das, damit, ich meine, das mit den Getränken, das war uns sicherlich auch selber bewusst, dass das nicht richtig gut lief. Nichtsdestoweniger haben wir die Surveys aber sehr gerne gelesen. Und haben da einiges an das Hotel weitergereicht, die im Übrigen auch extrem froh über unseren Event waren und diesen Mut selber, also die haben sich ein bisschen selber auf die Schulter geklopft und das dürfen sie auch, den Mut bewiesen haben, mit unserer Community ein schönes Wochenende zu verbringen und am Ende kommt dann raus, dass wir einfach gern gesehene Gäste waren und alle Leute, die vor Ort waren, einfach Spaß hatten. Ja. Geht doch kaum schöner, das nochmal zu machen. Ja, war eine super Nummer, wird eine super Nummer. Ab Freitag gibt es die Tickets. Wer sich Sorgen macht, was ist denn jetzt, im Moment sind keine Veranstaltungen und so. Wir gehen jetzt einfach hoffnungsvoll davon aus, dass wir im Oktober wieder Turniere haben. Der Baltic Cup und so liegt ja, also es ist ja alles irgendwie in den Oktober und also hinter den Oktober gelaufen. Und wir gehen davon aus, dass wieder Turniere stattfinden in der Zeit. Ansonsten sollte das nicht möglich sein, aus was auch immer für gesundheitlichen Bedenken oder Gründen und Verordnungen, dann ist das natürlich kein Verlust. So, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen in der Zeit jetzt. Dann gibt es auch eine Rückerstattung. Ja, ganz klar, ganz klar. Also ihr geht da kein Risiko ein. Das einzige Risiko, was ihr eingeht, wenn ihr zu lange wartet und kein Ticket. Ja, und was man vielleicht noch auch anführen kann dann an der Stelle ist A, das Risiko, wenn man zu lange wartet und B, es ist natürlich auch für die Planungssicherheit total schön, wenn ihr schon wisst, dass ihr kommt, holt euch früh das Ticket, das ist gut für uns, für die Amsterdamer, für das Hotel. Ja, das genau, bucht euren Platz, wir haben wieder ein schönes Kontingent für die Hotelzimmer, das hatten wir letztes Jahr auch, das ist dieses Jahr auch nochmal ein bisschen erweitert worden, weil es letztes Jahr wirklich sehr viele Leute in Anspruch genommen haben. Das ist halt auch eine schöne Sache. Gerade jetzt so, ihr wisst es ganz genau, es ist ein bisschen blöd, wir können fast nirgends momentan hinreisen, wir wissen nicht, wie es so weitergehen soll, auch was Urlaube insgesamt angeht, kann man überhaupt irgendwo einen schönen Schuh hinmachen.
dann doch einfach die Family einpacken und übers Feiertagswochenende nach Bremen nehmen. Ihr zockt, sie schauen sich eine wunderbare Stadt an. Das geht halt auch. Hat im letzten Jahr auch ganz gut funktioniert. Durch Beobachtung kann ich das bestätigen. Und von daher ist das sicherlich auch ein schöner Anreiz, einfach mal rauszukommen. Ja. Gut, Fazit, haltet die Augen auf am Freitag auf unserer Facebook-Seite oder im Discord oder auf der Alliance-Seite. Genau. Da gibt es auf jeden Fall dann die entsprechenden und nötigen Links, um sich 1, 2, 3 ganz viele Tickets zu besorgen. Genau, Freitagabend einfach mal direkt die Augen offen halten. Dort werden wir auf dem einen oder anderen Kanal übertragen werden. Unter der Woche auf Facebook, auf Instagram werden wir das Ganze aber noch raushauen, wo es genau stattfinden soll. Ja, so. Genug davon. Genug davon. Kommen wir zu dem Dings hier, dem Spiel da, Warhammer. Also. Genau. Ja, wir können einen Turnierrückblick machen. Juhu. Beeindrucke mich bitte. Beeindrucke dich mit einem Turnier, das stattfand und es war digital und wir hatten darüber in der letzten Folge schon euphorisch berichtet, dass es stattfinden wird. Mhm. Und das ist das Warhammer Nummer 1 gewesen. Organisiert von Fred, Marv und Janek in Enthusiasmus ohne Ende. Das haben die einfach ratzefatz auf die Beine gestellt. Super coole Nummer. Es haben sich 16 Leute gefunden, die das mitgemacht haben, auch als Experiment letzten Endes auf dem Tabletop-Simulator 40k in Turnierformat zu spielen. Ja. Und ja, wie gesagt, 16 Leute spielten und es haben auch welche gewonnen. Dritter wurde der Marv, der Mitorganisator, Onkel Marv, mit Grey Knights. Ah, Glückwunsch, cool. Wurde Fred, auch Co-Orga, mit seinen Elder, Speeren und Seer Council, hier Warlock, heißt das? Dem Council halt. Ja, Warlock Council, ja. Und gewonnen hat nach einem epischen vierten Spiel, das war für 3 Spiele angesetzt, das Turnier, am Ende waren Fred... Janek hat gewonnen, weil dritter... Nein, Faden. Also nach Spiel 3 waren die beiden Erstplatzierten punktgleich, also nicht nur gleiche Anzahl von Siegen, auch genaue Anzahl von ITC-Punkten punktgleich. Der Fred und der Stefan Herle, der Emperor, haben also ein episches viertes Spiel ausgetragen, in dem Stefan dann den Sieg davongetragen hat. Mit seinen Space Marines. Auch das Spiel haben zigtausend Leute, glaube ich, auf dem Discord verfolgt. Wenigstens. Überhaupt lief halt die ganze Woche 40k-Fernsehen auf dem Discord-Server. Es war wirklich großartig. Man konnte fast jedes Spiel verfolgen. Jeden Tag, an diesen Tagen lief irgendwie zu jeder Tageszeit was. Und das war wirklich, wirklich großartig. Mir hat das sehr viel Laune gemacht, immer mal wieder hier reinzuschnuppern, da reinzuschnuppern, gucken, wie sieht's aus und so. Wirklich cool, aber Marv, Fred und Stefan haben Bronze, Silber, Gold geholt und wir gucken uns die Liste von Stefan natürlich direkt mal an. Ja, so gucken wir. Und zwar... Na, eben hatte ich sie noch. Ich hätte sie sonst, aber das ist ja unfassbar schrecklich, wie das formatiert wurde. Oh, ich erinnere mich, ja. Das ist ein Raven Guard Successor Chapter. Da hat er dabei einen Libby mit Jumppack, einen Lieutenant mit Jumppack, Scouts. Noch mehr Scouts? Ist das eine Brigade oder was? Wie sind das so viele Scouts? Das ist ein Bataillon, aber ich sehe auch eins. Boah, das ist aber sehr schwer zu lesen hier. Vier. Lass uns mal 4 sagen. 4-mal Scouts, vielleicht mehr. Dann Vanguard Veteran Squad mit Jump Packs. Natürlich schön mit Storm Shield und Thunderhammer das Ganze gelöst, beziehungsweise wenigstens 5 davon, soweit ich mich erinnern kann. Alle mit Jump Pack. Dann ein weiteres Battalion, das ist ebenfalls Raven Guard Successor Chapter. Er hat übrigens Hungry for Battle und Long Range Marksman genommen. Hungry for Battle ist, glaube ich, +1 auf Charge und Advance, ne? Ja. Da hat er einen Captain mit Jumppack, Storm Shield und Thunderhammer, der typische Smash-Fucker quasi. Den Captain Litanies, verstehe ich nicht. Ah ne, es kommt noch ein Chaplain. Achso, dann ein Chaplain dabei, dann noch einmal Scouts, dann noch einmal Scouts, dann noch einmal Scouts. Assault Centurions,
276 Punkte müssen ein Fünferpaket sein. Und zwei, drei. Und noch ein kleineres, oder mit teilweise mit Meltaguns. Centurion-Paket. Entschuldigt bitte, das ist halt mega schlecht zu lesen hier. Das ist, ja, das ist halt einfach quasi ein Fließtext. Ja. Und dann hat er noch ein Imperial Fist Spearhead Detachment. Das lese ich mir gar nicht durch. Ich Fenster und sage, das ist halt irgendein Dulli mit drei Thunderfires. Ja, so sieht das genau aus. Und Whirlwind. Whirlwind Hyperius, genau. Ja, Hyperius. Also ein kleines Artillerie-Detachment, wie man es braucht. Und ja, der Rest ist Centurions und die Vanguard Veterans, die ja quasi den dritten Centurion Squad ersetzen, indem die einem Runde 1 ins Gesicht springen, damit die Centurions Runde 2 ins Gesicht springen können. Scouts sind überall auf dem Feld, spielen das Markerspiel und ist halt unglaublich schwer zu verteidigen, das Ganze. Ne? Also haben wir über so eine Liste haben wir, glaube ich, sehr, sehr oft schon gesprochen. Noch nicht unbedingt mit der Vanguard Veteran Variante, die aber ja, die schießen halt nicht 1 Million Schuss Hurricane Bolter vorher da rein, aber die springen dir in die Linien. Die sind fly, die springen auch überall rüber. Ja, das ist quasi das Äquivalent zur Death Company von den Blood Angels. Genau. Weil nur mit mehr. Es gibt ja mit Stratagem, dürfen die sich ja nochmal vor dem Start bewegen. Ja. Und ja, und das machen die halt und dann wird da die Blutpolka getanzt. Ne? Die haben auch, ja, der Großteil hat halt irgendwie einen Dreier Retter dabei, dank dem Sturmschild, dann hat er da 5 Thunderhammer drin. Das ist halt viel besser als die Death Company, weil die sich halt da hinstellen, wo die Death Company sich hinstellt und sich dann nochmal bewegen. Hä? Ja, die machen ja auch hier Master of Ambush Gedüngel, stehen dann halt da, wo du auch deine Death Company hinstellen würdest. Ja. Du würdest mit der Death Company halt 3W6 jetzt chargen. Nö. Aber die machen halt noch eine Bewegung. Hä? Macht die Death Company doch auch. Ich mache mit dem Forlorn 4, dann bewege ich mich normal und dann. Achso, ja, aber du kommst halt links nicht so weit. Du stellst dich ja mit diesen Vanguard-Veteran-Leuten halt in 9 Zoll und dann bewegst du dich nochmal. Ja, aber wenn der Gegner Scouts hast, dann kommst du mit der Death Company. Weil du Abstand halten musst vorher. Ja, ist richtig. Also von relativ ähnlich gestrickt. Da gibt es Nuancierungen, möchte ich mal sagen. Aber sind halt einfach brandgefährlich. Nee, ist Quatsch, weil der hat ja auch irgendwie 6, 7, 8 Mal Scouts. Und da, diesen Move machst du ja eh nur, wenn du anfängst. Ja. Dann stehst du ja eh da, wo du, also dann blocken deine Scouts ja die Gegner-Scouts. Also ist ungeheuer schwer zu verteidigen. Also in der tiefen Verteidigung geht das halt immer noch, wenn du Hammerschlag hast. Mhm. Da geht das. Aber alles andere ist extrem schwierig. Ja, Glückwunsch an Stefan. Das letzte Match gegen Fred war auch irgendwie sackspannend. Fred hat auch eine kurze Zusammenfassung da aus seiner Perspektive im Fanworld geschrieben. Guckt euch das an. Spricht von letzten Endes kleinen Fehlern bei der Aufstellung, die dann das Spiel kosten. So. Und das ist natürlich ja 40k auf höchstem Niveau. Fred hat ja auch keine Kindergartenliste mitgebracht, sondern Doppelspeer und Warlock Council ist natürlich auch echt eine heftige Ansage. So. Auf jeden Fall. Dickes Match. Ich finde es schön, dass die ein 4. Spiel ausgetragen haben. Super cool. Ja. Danke an die Orga, danke an alle, die das Experiment mitgemacht haben. Schön, dass wir was berichten können. Ja, das freut uns ehrlich gesagt ganz besonders. Und apropos berichten, aus diesem Turnier ist ja quasi auch was herausgewachsen, ist mutiert, hat sich selbst bewegt. Ja, neue Dinge sind entsprungen aus diesem ersten Warphammer-Turnier, right? Ja, folgerichtig. Das zweite Warphammer-Turnier. Verantwortlich zeichnen sich die gleichen Personen und Institutionen. HD+, 40 Kings, Posers. Wir irgendwie auch, zumindest infrastrukturell. Ja, Tabletop Masters, dies, das. TTM, genau. Ist jetzt ein ganz anderes Format und viel, viel größer. Anstatt dass jetzt über die Ostertage an 3 Tagen 3 Spiele gemacht werden, werden jetzt in 5 Wochen 5 Spiele gemacht. Es sind 42 Teilnehmer, also es ist ein veritables Grand Tournament mit 5 Runden und über 40 Spielern. Mhm. Es gibt richtig auch Preise zu gewinnen. Wir haben von Fantasy Welt gesponsert und also alles drum und dran.
Das ist eine richtig coole Sache. Mir persönlich kommt das total entgegen. Einmal in der Woche kriegt man super in den Kalender rein. Ja. Du kannst sogar stückeln, quasi, so ein Spiel. Ja, du kannst, wenn es sein muss, sogar stückeln. Und man spielt halt mal gegen Leute von überall so. Das ist halt auch super cool, neue Mit- und Gegenspieler zu haben. Gefällt mir bisher richtig gut. Das Beste daran, wie beim ersten Warhammer auch, es wird halt die ganze Zeit gestreamt. Ich glaube, es wird jetzt jeden Tag in der Woche zur Primetime im Warhammer Fernsehen ein Spiel übertragen. Und da sind teilweise 10, 15, 20 Zuschauer pro Spiel. Und bei Warhammer Fernsehen meint er unseren Discord. Und das sieht halt, dass wir derzeit, wir haben zwei Spiele laufen an zwei verschiedenen Tischen und einmal haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12 Zuschauer und einmal haben wir 4 Zuschauer und ein Spielchen ist, zwei weitere Spielchen sind relativ allein, aber es werden gerade 3 Live-Spiele gestreamt. Das muss man sich mal geben. Und irgendeines davon ist bestimmt spannend. Ja. Sehr, sehr cool. Weil das so cool ist, haben wir uns natürlich auch direkt was überlegt. So. Nämlich, wenn das hier schon so... Wir nehmen jetzt Geld dafür. Ja, für die Benutzung des Servers, nein. Ja. Im Gegenteil, es gibt Content, und zwar machen wir quasi die Warp-Show. Jede Woche die Highlights des Spieltages. Wir versuchen, die Top-Spieler vors Mikro zu bekommen. Kurze Statements zu ihren Spielen. Einfach, damit wir das Ganze wie eine Liga auch irgendwie verfolgen können, ein bisschen covern, ein bisschen Reflexion zu den einzelnen Spielen. Wenn man schon alles gucken kann, dann soll man auch am Ende drüber labern können. So. Und außerdem gibt es momentan sowieso keinen Sport, den man irgendwie irgendwo zusammengefasst bekommt. Dann kann man auch gleich hier schön sich 40k auf wirklich allen Ebenen gönnen. Genau, also wird es jetzt jede Woche eine kurze Show geben quasi, wahrscheinlich nicht länger als eine halbe Stunde, wo wir, wie gesagt, die Top-Spiele erläutern, vielleicht auch unsere Spiele mal kurz, weil wir ja auch beide mitspielen. Ja, freut euch darauf, wann der Release ist, keine Ahnung, irgendwann, wenn der erste Spieltag vorbei ist. So. Genau, aber wir werden fantastische Gäste haben, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Weil wir beide ja auch reden und eigentlich bin ich ja der Gast von Benny und Benny ist mein Gast. Das ist schon sehr qualitativ hochwertig. Hm. Und mal eben so, das erste Interview schon durch war. Also, ja, das haben wir schon im Kasten. So ist es nämlich, freut euch. Ja. Genau, das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache insgesamt, dass es das existiert und so weiter und so weiter. Und weil es dabei auch um 40k geht, spielen wir mit und haben auch Listen gebaut und eingereicht und können mal kurz erzählen, was wir uns mit dem Quatsch wieder denken. Ja, aber bevor es losgeht, möchte ich, also bevor wir über unseren Kram reden, möchte ich sagen, wie cool ich das finde, wie divers das Feld bei diesem Turnier ist. Das ist... die Möglichkeit des Tabletop-Simulators ist natürlich, dass man prinzipiell jede Armee oder jede Liste bauen kann, die man will. Man muss die Modelle sich halt nicht für teuer Geld kaufen oder für diejenigen, die sagen, ja, aber Geld ist mir scheißegal, aber auf der anderen Seite hasse ich das Anmalen, dann müsst ihr die halt auch nicht anpinseln. Man kann sich alles zusammenstellen, wie man will. Und ich habe mal eine kurze Aufstellung gemacht. Hm. Ich lese einfach mal direkt durch, wer oder was alles dabei ist, ja. 3x Blood Angels, 2x Iron Hands, 3x Craft Worlds, 2x GSC, 2 Grey Knights, 1x Inari, 1x Imperial Knights, 3x Dämonen, 2x Admech, 1x Custodes, 3x CSM, T-Suns und Dämonen, 2x CSM und T-Suns, 1x Space Wolves, 2x Orks, 2x Astral Militar, 1x Nits, 1x Imperial Fists, 1x Harlequins, 3x CSM, 2x Necrons, Ultramarines, Tau, Salamanders, 3x Raven Guard Successor, 2x Drukhari, 1x Dark Angels. Und das bei 42 Leuten. Großartig. Mega geil. Also das, was am meisten vertreten ist, ist witzigerweise Chaos. Ja. Also die... die Possessed-Bomb-Invariation. Ist die meistgespielte Liste. Ja. Genau. Aber auch in verschiedenen Varianten. Und, ja, in sehr vielen. Jede Chaos-Liste ist eine Possess-Bomb. Beispiel Rajove spielt eine Kultisten-Spam. Genau. Ja, genau. Also sehr diverses Feld. Ein bisschen Extravaganz hier und da, links und rechts. Auch dem geschuldet, wie gesagt, dass man die Modelle jetzt nicht unbedingt zu Hause haben muss. Aber wir sehen auch keine total durchgeforged-worldeten, seltsamen. Ja, Custodes halt, aber es geht ja nicht anders. Genau. Also sonst hätte er auch wenig Spaß gehabt, wenn er nur die ganz normalen Custodes-Modelle spielen würde. Auf jeden Fall. Da kann man ja noch ein bisschen auf PA hoffen, falls es irgendwann erscheinen sollte. Ja. So, also,
Und ich habe gehört, es gibt zwei GSC-Spieler und ich glaube, du bist einer davon. Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele mal pur Gene Steeler Cult. Mhm. Ich habe die ganze Zeit Nitz gespielt. Ich hatte irgendwie eine Liste, die mir Spaß gemacht hat und mit der ich auch ganz gut mitgespielt habe gegen Metalisten. So eine Behemoth-Liste. Und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Und dann dachte ich, ja, das ist ja Digitalhammer. Dann kann ich jetzt ja, ohne irgendwie 4.000 Euro zu investieren, einfach mal die Rich Runner-Liste spielen. Und habe das jetzt auch gemacht. Nicht 9, nur 8. Und 2 Aberrant-Bomben im Prinzip. Ach, daher kommt der Kompromiss. Was? Daher kommt der Kompromiss gegen den 9. Rich Runner. Nee, da ist noch ein Charakter mit rein. Also das ist noch eine Toolbox quasi. Also die ist nicht ganz so stupide. Die ist nicht nur 9 oder 8 Rich Runner und 2 Aberrants. Das ist schon ein bisschen mehr Toolboxy. Aber ich kann dir ja mal erzählen. Ja. Aber ich habe die lieber vor mir, damit ich nicht irgendeinen Blödsinn erzähle. Da ist sie doch. Ich spiele 2 Bataillone Twisted Helix und ein gemischtes Outrider. Und das gemischte Outrider ist halt Jekyll Alphos und die 8 benannten Ridge Runner als Hive Cult. Die haben halt das +1 zu Hitstrader geben, ansonsten ist es Banane, welchen Hive Cult die haben. Zumal es für die Autos ähnlich wirkt. Und dann habe ich einen 4-armen Imperator Killermorph und 4-armen Imperator Sanctus dabei. Einfach für das Vect. Also ist auch egal, was die für einen Trade haben. Und so habe ich sehr wahrscheinlich immer einen Vect auf dem Feld. Und das hilft auf jeden Fall. In dem ein oder anderen Matchup kann es einem einfach den Arsch retten. Ich habe nicht viele CP, aber wenn man sie braucht für Vect, dann feuert man sie auch raus. Ist das so? Also das wäre jetzt für mich schon mal eine direkt allgemeine Frage. Vect gibt, also A, bei den Drukhari sind ja die Namensgeber dafür und beim GSC und seitdem die Space Marines da sind, die ja eher, sage ich mal, Armeen sind, die sich nicht sonderlich auf Stratagems verlassen, sondern einfach durch die Verlässlichkeit und den permanenten Dampf, der in der gesamten Liste hängt, kommen, ist Vect noch so viel wert, wie es mal war zu gegebenen Nein. Zeiten? Ich meine, es gab ja ganze Listen, die einfach zerstört wurden, als Vect reinkam. Das ist nicht mehr so wichtig, aber es gibt immer wieder ein Matchup, wo das dir den Arsch rettet. Das kann eine Kleinigkeit sein wie Fire and Fate oder oh ja, dieses 3v3 Mortal Wound Stratagem von den Doomsides oder ne, irgendwas, wo du, wenn du Vect nicht hast, richtig am Arsch bist. So. Mhm. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut, die Toolbox, das als Toolbox drin zu haben. Es kostet mich halt nichts. Also, okay, ja, dann ist natürlich. Ne, so, das ist einfach nur ein Auch-Haben. Nicht wahrscheinlich brauchen, aber haben. Und genau, Killermorph und Sanctus sind drin, um Charaktere zu bearbeiten. Sanctus halt unverzichtbar gegen Psyker, gegen diese Possess Bomb und sowas ist das ziemlich gut, weil der halt Perils auf Psykern verursacht und so. Und der Killermorph ist halt auch ein Allrounder ohne Ende und Charaktere rausnehmen, also Buff-Charaktere gezielt rausnehmen können oder Thunderfires oder so. Genau, das sind so die Schweizer Taschenmesser hier. Die Ridge Runner sind halt witzig. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 3 Spiele damit gemacht. Ich weiß immer noch nicht, wie man damit wirklich effektiv umgeht. Der Output haut mich jetzt auch nicht von den Socken. Aber irgendwie ist es ganz schön cool. Und so läuft das im Moment noch. Ich glaube, das ist nicht gut, aber es ist ganz cool. Ja, es ist ja nicht nur der Damage, der da kommt, sondern dass du halt auch einfach gewisse Schussachsen auf der Map dem Gegner quasi denies, ne? Weil es sind halt immer noch Laserkanonen und du willst halt nichts wirklich Teures da langlatschen haben, wenn da irgendwie 9-mal W3 Laserschüsse langfetzen. Genau, und ich glaube, die werden Matchups haben, in denen die total wichtig sind und die werden Matchups haben, in denen man die eigentlich nur verballern kann. Als Roadblocks und das auch okay. Ja, aber das ist ja auch okay. Ich meine, die sind ja auch super schnell unterwegs. Du kannst ja mit denen auch total gut eigentlich Platz schaffen für deine eigene Armee. Genau. Weil die scouten können und so. Ja, und dann kommen wir zum lustigeren Teil. Das sind halt 2 Bataillone Twisted Helix. Da sind Magus und ein Patriarch. 60 Brute Brothers. 2-mal Aberrants mit halt, wie man sie spielt, 2 Stoppschildern. Ein Biophagus, der Buff-Doktor für die Aberrants. Acolyte, Iconward und ein Primus. Mehr Buff.
Und ein Klammerwuss, bei dem habe ich lange hin und her überlegt. Der gibt halt plus 1 auf Charge und plus 1 auf Advancen. Und Twisted Helix gibt auch plus 2 auf Advancen. Dann kann man Aberrants ganz gut auf dem Feld starten und trotzdem eine veritable Threat Range haben. Der Magus kriegt halt, wenn es nötig ist, plus 2 auf Casten durch neue Stratagemen. Macht dann relativ verlässlich, dass die Chargen nach dem Advancen können. Da hat man, also ich finde, Aberrants, die auf dem Feld stehen, viel, viel heftiger eigentlich als welche, die droppen, weil die so eine No-Go-Zone aufbauen. Ja, muss man, also ist es super abhängig natürlich vom Gegner. Ich bin da ganz bei dir, sobald die auf dem Feld stehen und halt nicht behakt werden können durch irgendwie einen Kram wie Thunderfire Cannons zum Beispiel, haben die einfach eine derartige Threat Range, dass du dich da nur reinwagen kannst, wenn du selber garantiert reinkommst. Ne? Wenn du es nicht schaffst, die Gap zu schließen, dann brauchst du es halt auch gar nicht versuchen. Ja. Ja, und so ist das halt quasi die Liste. Also die hat eigentlich nur diese 8 Autos und die C20 Aberrants und ein paar Bodies, die rumstehen. Und das war's eigentlich. Der Patriarch ist natürlich auch noch ein Boxer. Aber ja, das ist das. Der Grund für die Liste ist eigentlich, und warum ich die Aberrants jetzt halt nicht mit Exocrine oder so spiele, ist, die Bridge Runner nicht mit Exocrine oder Hiveguard spiele, ist halt, ich habe Bock auf Aberrants gehabt wieder. Ich glaube, dass die halt im aktuellen Meta genau das sind, was alle anderen bringen, nämlich so Brawler-Einheiten, so die sich auch teilweise langsam das Feld hochschieben, ne? Egal, ob es jetzt Possessed Bombe ist oder so Blood Angels oder sowas. Dicke, also relativ resiliente Blobs. Die resilient sind, aber du kriegst deine nicht so super fest, ne? Die sind nicht super fest, aber es ist dann doch wieder überraschend, was man da reinpumpen muss. Ja, das -1 Damage, das ist immer krass. -1, also defensiv gebuffte Aberrants stehen irgendwo im Gelände, haben eine Viererhose, haben einen Vierer Feel No Pain mit 1er Rerolls und -1 auf Damage. Das ist schon ganz gut. Oder die haben halt so ein Conceal-Ding, wo du, wenn du im Gelände stehst, und kannst du nicht beschossen werden, wenn du nicht die dichteste Einheit bist. Ja. Also es gibt schon eine ganze Menge defensiv stackbare Buffs für Aberrants, die das funktionieren lassen. Solltest du nur vorher nicht geweckt haben, sonst geht dir irgendwann der Juice aus. Ja, genau. Ich habe extrem wenig CP. Das wird auf jeden Fall. Das ist das, wo man sich dann halt am Ende fragen muss. Ne? Ist es klug, den Killermorph jetzt in 3 Zoll zu schocken? Oder brauche ich die 2 CP für irgendwas anderes? Ja, ja, ja. Ja. Aber gefällt mir bisher gut, die Liste. Ich habe jetzt ein paar Spiele damit gemacht. Eins gegen dich, das war irgendwie Stalemate. abwarten, gucken und ja. Oh, das Spiel ist vorbei, ja. Ja, das war eventuell entweder das unspannendste oder eins der spannendsten Spiele, die man sich wünschen kann, in dem sich zwei Armeen eigentlich nur angucken und die eine gewinnt, weil sie ein bisschen früher einen Punkt gemacht hat. Also, ganz cool. Ja, und ich habe mein erstes Warhammer-Spiel damit ja auch schon durch. Kann ich gleich. Ja, machen. Genau. Oder soll ich das jetzt direkt machen, weil wir jetzt die Liste gerade gehört haben? Macht Sinn. Ach du, warum nicht zweimal? Nee. Ja, ich komme quasi gerade hier vor dem Recording, habe ich mein erstes Spiel mit Mirko gehabt. Der hat eine Necron-Liste gehabt, wie sie im Buche steht. 3 Barken, also Annihilation Barges, nee, wie heißen die? Doomsday Arcs. 3 Croissants. Dann so ein Tesseract Arc. Also Doomscythes. Eine Annihilation Barge, eine Destroyer-Bombe und 8 Tomblades und einen Stalker und einen Kryptek. 0 CP quasi oder 5 oder so. Und alles, fast alles ist Fly, alles schießt gewaltig. Hat er nur einen Charakter gehabt oder was? Ja. Ah. Ja, sonst hat man ja Sachen, die nicht Fly sind dabei. Ja, das ist ekelhaft, das bringt ja gar nichts. Ja, ein sackspannendes Spiel. Richtig erbärmliches Mismatch. Ja, also richtig erbärmliches Mismatch, weil er hat halt irgendwie auf allen seinen Autos hat er halt Anti-Vehicle-Kanonen. Gegen die Ridge Runner. Und er hat halt, ich kann mich fast nicht klammern mit den Aberrants. Und er kann auf Distanz bleiben. Ist richtig, richtig schwierig. Und dann habe ich mir ausgesucht, dass wir Hammerschlag spielen als Verteidiger. Das heißt, er hat auch noch die erste Runde. Das hat er sich ausgesucht. Super schwer, relativ schwer, die Autos alle zu verstecken. Also eigentlich ging es nicht. Ich habe immer versucht, nur eine Barke darf Sicht darauf haben. Das ging aber auch nicht. Das heißt, er konnte eigentlich
zumindest mit zwei seinen Barken, ohne sich zu bewegen, voll feuern, mit den Croissants voll feuern. Hat dann aber Runde 1 tatsächlich es nicht geschafft, einen Kill zu machen, weil er halt irgendwie hier ein Ridge Runner und da zwei Ridge Runner und das war's. Ich bin aber überrascht, dass er überhaupt, wenn er einen Ridge Runner getötet hat, dann ist er gut. Das ist schon okay. Ja. Und er ist in Einheiten, ne? Ja, das, ja, genau, deswegen hat er keinen Kill und dann war ich okay, ja. Hm. Aber ich, ganz kurz. Ja. Seine Entscheidung, die erste Runde zu nehmen. Ich als mittlerweile passiver Kenner des Gene-Stealer-Kultes halte das für keine gute Entscheidung. Nö, ich hätte es, glaube ich, an seiner Stelle auch nicht gemacht, weil er hat die Range. Ja. Und die Mobilität, einfach sich hinten reinzustellen und zu sagen, ja, dann komm doch. Was er damit aber dann mir schenkt, ist natürlich jede Runde den Bonuspunkt, weil ich ruckzuck dann mit drei Charakteren auf den Markern stehe. Und das Midfield relativ schnell kontrolliere. Also ich konnte die Entscheidung nachvollziehen. Mhm. Zumal er natürlich auch Angst vor den 1000 Laserkanonen hat. Nicht so richtig viel haben muss, weil Quantenschilde. Das trägt noch zum Mismatch bei. Aber ja, er hat halt seine erste Runde, war damage-mäßig, ging so. Keinen Kill bekommen, Oldschool-Punkt nicht bekommen dadurch. Und halt nur einen Hold und so. Und ich bin halt dann direkt mit Holdmore, ich habe aber auch keinen Kill bekommen. Ich habe halt mit allem, was ich noch hatte, auf die Sicheln geschossen, damit ich das Mortal Wound Stratagem weg habe, damit ich nicht wecken muss. Und habe die aber auf einem oder zwei Leben stehen lassen. Und da gingen dann wirklich, wirklich viele Laser rein. Also alle Autos, die ich noch hatte, und es waren 6, glaube ich, haben da reingeschossen. Nee, ich glaube, das waren weniger. Ich glaube, das waren 5. Vielleicht auch nur 5. Haben da reingeschossen und haben es halt nicht geschafft. Da habe ich richtig Sorgen gehabt um die Mortal Wounds, aber ich habe mich auch relativ gut verteilt. Es war nicht attraktiv, das zu zünden. Und dann hat er halt Runde 2 Fehler gemacht und die Sicheln alle geradeaus vorwärts fliegen lassen. Bisschen was erschossen, aber nicht wirklich viel. Wieder 1-2 Autos. Mit den Barken halt sich nicht wirklich hinten raus bewegt, dadurch irgendwie nur die vorhandenen Sichtlinien genutzt und hier vielleicht nochmal ein Auto erschossen. Also die Autos hatte ich schon längst abgeschrieben, das war egal. Die brauchte ich auch nicht mehr. Und dann habe ich halt, war meine Runde 2 relativ dick, weil ich halt mit meinem Bestand auf dem Feld, mit nur Brute Brothern und sowas, seine 3 Sicheln, also die eine habe ich weggesmited, die anderen habe ich ausgeblockt, die beiden, sodass in meiner Runde alle 3 Sicheln tot waren. Ja, das, da war ich live dabei. Das ist natürlich Lernen durch Schmerzen. Ne? Ja, große Schmerzen. Und dann halt in einem anderen Move den Stalker, das war so das Einzige, was er mit den Sicheln und die Barke, die Inhalation Barge, hat er vorwärts geschoben. Den Stalker halt alleine auf einer Flanke, sodass ich mit einem Perfect Ambush mit den Aberrants halt den Stalker geknipst habe. Also ich einfach nur mit Sandhandschuhen hier mal die Vorderbeine streicheln, knipsen und dann in seinem Zug halt erschlagen. Ja. Und das gab mir halt, nur so kann ich die Aberrants in dem Spiel überhaupt was machen lassen, indem ich sie halt irgendwie... Auch überhaupt sinnvoll deployen. Ja, genau. Die hätten ja nirgendwo anders hin können. Genau. Ja. Ich wollte die eigentlich auf dem Feld starten, habe die aber wieder hochgenommen, weil hatte keinen Angang mit denen und nichts ist schlimmer, als wenn ich so eine 300-Punkte-Einheit dann irgendwo vergammeln lasse. Das geht in dem Spiel nicht. Die müssen die ganze Zeit Schaden machen. Ja. In Runde 3 hat er dann alles andere vorgeschoben, so die Destroyer und die Tombblades. Ich habe mich halt gewundert, dass er die Destroyer nicht vorher schon mit seinem Veil auf irgendwas gedroppt hat, also wegnehmen und wieder reinstellen irgendwo gebracht hat. Ja, aber ich weiß nicht, hat er keine guten Ziele dafür. Ne? Die Autos waren schon relativ egal und die Aberrants waren nicht beschießbar. Ja, so hat er das halt nicht gemacht. Und wie gesagt, Autos egal, die Aberrants haben dann, also ja, er hat, weiß nicht, Brute Brother hier und da. Das war eine wirklich erbärmliche Schussrunde letzten Endes. Und dann bin ich halt mit den Aberrants in die Destroyer gerannt, habe die erschlagen, habe mit dem Patriarchen die Annihilation Barge irgendwie erschlagen und mit dem zweiten Trupp Aberrants bin ich halt gedroppt, habe vorher gecharged mit Brute Brothers ohne Abwehrfeuer irgendwie hinter einer Ruine raus und dann mit den Aberrants rein in die Tombblades, habe alle bis auf einen erschlagen. Oh nein! Und war dann auch nicht ganz wach. Ich hatte noch 4 CP. Und er so, ja, dann nehme ich halt jetzt 2 CP für einen Moralwerttest bestehen. Und ich habe ganz kurz, hat es bei mir innerlich gezuckt, sollte man das wecken? Und ich so, ja, was soll schon passieren? Aber letzten Endes hat mir das halt das Killmore mich gekostet. Ich glaube sogar Holdmore. Und er hat halt
5 Bikes wiederbekommen von den 7 Toten durch einen krassen Reanimation Roll. Und das war halt, damit hat er halt die Hälfte der Aberrants danach weggemäht. Und das hat mich richtig auf den Hinterfuß gesetzt. Dann hatte ich 2 angeknackste Einheiten Aberrants auf dem Feld, er noch 3 Barken, die Annihilation Barge, die Tesseract Arc und halt die Bikes. Und naja, dann habe ich die Bikes erschlagen, weil die das Schlimmste waren. Und dann nacheinander so langsam Barken und so. Aber ihm, also er hat dann einfach keinen Output mehr gehabt. Ich habe mal hier ein 4er Feel No Pain of Aberrants an und so. Und dann musst du dich da ganz schön durchkauen. Reichen halt diese 3 Barken und so ein bisschen Knaddelfeuer nicht. Und dann haben sie sich die Aberrants halt quasi durch den Rest von ihm durchgewalzt. So sogar noch geschafft, den Kryptek zu knipsen. Der konnte sich aber noch rauswählen mit seinem Mantel der Feigheit. Und aber letzten Endes war es dann halt so, dass ich halt ab Runde 4 immer Bonus gemacht habe, immer Hold More, immer Kill More. Und dadurch war es dann irgendwie, weiß nicht, 34-15 oder so, also relativ deutlich hinten raus. Aber weil er mir die Flieger geschenkt hat und weil ich den einen Knips bekommen habe, sonst wäre das echt richtig nach hinten losgegangen. Also ich musste mir schon richtig den Arsch abspielen. Hat richtig Spaß gemacht. Danke Mirko für ein schönes Spiel. Aber holla die Zahnfee, ey. Ich sag mal in seinem Namen sehr gerne. Ja, kannst du machen. Mach ich mal. Ja, so war das. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, Mensch. Also klang auf jeden Fall schon mal, das klang auf jeden Fall schon mal spannend. Ich meine, ich habe es ja gesehen. War wirklich super interessantes Spiel. Also schön zu sehen, wie du dich da rausmanövriert hast aus den teilweise sehr, sehr schwierigen Situationen. Das hat das eigentlich irgendwo spannend gemacht, ne? Dass du zumindest am Anfang halt so lange Runde 1 bis 3, sage ich mal, auf den Hinterfüßen warst. Das macht dann immer Spaß, dann jemanden zu sehen, der dann, du siehst quasi, wie das Hirn anfängt zu arbeiten und wie jeder Kniff irgendwie wirklich gut durchdacht ist. Und so macht 40k-Zuschauern echt Spaß. Also, ja, schön. Das fand ich gut. Ja, und du so? Ja, kommen wir von deiner Toolboxy-Liste zu meiner Liste. Wer mich kennt und meine Listen kennt, die sind eigentlich, die stinken vor Toolboxigkeit normalerweise. Weil ich gefühlt jedes Werkzeug. So nach WD-40. Ja, ich habe gefühlt in jedes Werkzeug in meinem Rucksack, wenn ich loslaufe. Und genau wie du sagst, in diesem Fall habe ich eigentlich nur ein Werkzeug dabei, das ist WD-40 und das ist geil. Ich habe mich diesmal für die Blood Angels entschieden. Ich hatte das auch schon häufiger gesagt. Eigentlich wollte ich nämlich auf dem Baltic Cup mal Blood Angels zocken. Habe die Armee auch irgendwie neben mir stehen, aber ist halt, ne, man kann halt nicht. Und deswegen dachte ich, nehme ich die mal so mit und habe die halt aufs Extremste ausgebohrt, ne, obwohl nicht aufs Extremste. Da geht sicherlich noch Mühe mehr, aber gehen wir kurz durch. Es ist eine pure Blood Angels Liste. Es sind 2 Battalions. Einmal Battalion mit den altbekannten Chaplains Astorat und Lematis. 3-mal Scouts, ein 13er Paket Death Company, 9-mal davon Donnerhammer, wie es sein muss. Dann dazu 2 Sanguinary Ancient, also die schönen Bannerträger. Einer davon mit einer Plasma-Pistole, weil ich die Punkte über hatte. Und beide mit Death Mask, weil ich hatte 9 Punkte über und keine Ahnung, worin man die schmeißen soll. Ich wollte einfach nicht noch mehr Powerfists mitnehmen. Kommen wir gleich zu. Freibier bekommen für freigelassene Punkte. Ja, Moment, einer kriegt ja Freibier. Einer bringt Freibier mit, nämlich vom 2. Battalion, der Sanguinary Priest, der mit Jumpack unterwegs ist, das ist auch mein Warlord. Leider hat der irgendwie mit jeder Bewaffnung außer einem Chainsword und einer Bolt Pistol ist der Legendary-Status, deswegen kann man denen nichts Geileres mitgeben, ist wie es ist. Der Sanguinor dazu, dann habe ich 3-mal Incursor und dann habe ich 3-mal im gleichen Loadout Sanguinary Guard, 6-mal Schwerter, 2-mal Fäuste. Zack, 2000 Punkte voll. Ja, sieht sehr wenig aus. Bis man sich überlegt, da mal rein zu chargen und was dann noch so stehen bleibt, nachdem man das getan hat. Ja. Sieht sehr wenig aus. Es ist kein Fahrzeug oder irgendwas dabei. Ich habe eigentlich nur Marine-Modelle, außer die 15 Scouts. Prunkstück des Ganzen ist natürlich der große Blob Death Company und sicherlich die Sanguinary Guard. Das ist alles schon richtig wilder Damage, der da rauskommt. Also ich habe zwar gerade gesagt, ja gut, es ist jetzt nicht sonderlich toolboxig, das ist natürlich auch nicht so ganz korrekt. Die Blood Angels sind, und das mag ich halt so gerne, die sind sehr variabel zu spielen. Ja, es ist fast kein Beschuss dabei, es ist fast nur Nahkampf,
Bei variabel meine ich extrem viel Bewegung im Spiel. Mhm. Wenn man es möchte. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe den Sandpriester zu meinem Warlord gemacht. Das ist jetzt eine Entscheidung, also siehst du ja selber, ich habe 6 Charaktere dabei. Da stellt sich natürlich immer die Frage, was ist das Smarteste zu machen? Und da dachte ich mir, ja, erstmal meine Named Characters, Lematis, Astorat und der Sanguinor, fallen raus. Die beiden Fahnenträger, einer davon hat immer die Feel No Pain Fahne dabei. Das heißt, ich möchte ihn nicht auch noch den Warlord aufhalsen, weil ich den nicht doppelwertig machen will. Genauso geht's dem anderen Fahnenträger, der je nach Gegner die eine Zweitfahne bekommt, und das ist die für +2 auf Movement für Einheiten in 6 Zoll. Auch da wieder Thema Doppelwertigkeit. Und wenn ich dem kein Relikt gebe, dann ist das ein Charakter, den ich einfach so, dann ist das ein Wegwerfcharakter. Den kann ich mal irgendwo auf den Marker stellen. Und auch das braucht man zwischendurch. Ja. Und deswegen ist es der Sankpriester geworden, weil der ist dabei, weil der A, billig ist, B, einen coolen Buff hat mit +1 auf Stärke in 6 Zoll. Der kann Leute zurückholen, weil ist es ein Apotheker. Mhm. Und der kriegt dann halt, Warlord-Traits sind bei Blood Angels eher meh, aber ein halbwegs guter Warlord-Trait ist schon dabei. Und der rechnet sich ganz gut, wenn der Warlord permanent umringt ist von 24 Sangpriestern oder Sangardisten. Und das ist nämlich automatisch Moralwerttests bestehen. Ganz nett. Ganz, ganz nett. Bei solch teuren Modellen immer super, wenn der Gegner dann irgendwie hier mal 3, da mal 4. Und dann wird es nämlich langsam richtig bitter, was das CPs ausgeben angeht. Und deswegen macht er das mal eben so. Genau. Das ist so der grobe Aufbau des Ganzen. Ja. Erzähl mir doch mal von deinen Incursern. Da stecken doch Gedanken hinter. Ja, in den Incursern stecken die Gedanken. Ich mag die Durchhaltekraft von Primaris-Modellen auf der einen Seite mit den 2 Lebenspunkten. Das finde ich super. Scouts sind mir prinzipiell zu flimsy. Die Incursor können halt auch ganz normal das Scout-Movement machen, wie es eben die Scouts selber können. Können gegen viele Armeen so einen lapidaren Schlag relativ gut aushalten und die sind selber sehr gut im Austeilen. Und das ist es eigentlich. Ich mag, dass die den zusätzlichen Lebenspunkt einfach mitbringen. Ich habe 6 Einheiten, die ich wild auf dem Feld verteilen kann. Und Scouts sind mir an vorderster Front, im Midfield, wenn die da sitzen und irgendwas ausblocken sollen, häufig nicht stark genug. Die werden immer wieder gerne überlaufen. Und das geht mir auf den Zeiger. Und weil ich... Ja. Und von den Punkten her hat es für mich einfach super gepasst. Außerdem, das ist natürlich dann schon so ein bisschen gerechnet gegen andere Marines. Also ich bin ja jetzt nicht so ein richtiger Marine, aber wir haben vorhin darüber geredet, dass es eigentlich überall immer Thunderfire Cannons gibt. Und Scouts sind halt Billo-Punkte für Thunderfire Cannons. Ja, ein und Thunderfire, ein Scout-Trop. Genau, und Incursor sind das nicht. Richtig. Und das ist richtig viel wert, oder das kann wirklich viel wert sein. Mhm. Genau, das spielt da halt noch mit rein. Die sind einfach die ein bisschen mehr, was die an Survivability haben. Der Output von den Boltern, die mit haben, ist jetzt zu vernachlässigen. Ist zwar ganz nett, irgendwie keine Abzüge bekommen und genau das. Die haben eine Phobos-Rüstung, da gibt es auch das eine oder andere Stratagem, gefühlt aber jetzt nichts Interessantes. Aber die sind halt fest, die können gut zuschlagen, die sind ab Runde 3, wie alle anderen Blood Angels, halt überhaupt nicht mehr zu unterschätzen. Ja, ich fand auch, dass die so schon ganz gut zugeschlagen haben. Ne? Ja, ja. Also das sind halt immer noch Primaris Marines, so mit einer gewaltigen Attackenanzahl, wenn die chargen. Ja, genau. Also die nehmen dir halt auch irgendwie dein 10er-Paket halt relativ klar raus. Dadurch, dass du die halt forward deployen kannst, kannst du die halt auch als Screen-Clearer benutzen und so. Ja. Das finde ich schon toolboxy, ne? Genau. Und da die stehen dann halt da irgendwie immer so ein bisschen rum. Und bei denen ist das halt wirklich so, wo Scouts halt alle tot sind, wenn die sich mit so einer halbgaren Einheit kloppen, bleibt halt immer irgendwie, bleiben 2, 2,5, also in dem Fall dann 3 Primaris Marines stehen und schlagen selber nochmal zu. Mhm.
Und ich habe ja prinzipiell kein Problem damit, wenn der Gegner, und das kommt noch dazu, in meinen Leuten festhängt. Wenn er die aber umhaut und zum Beispiel noch Abwehrfeuer geben kann, dann nervt mich das mehr. Ja. Ich meine, die ganze Armee ist ja darauf aus, irgendwo in die Gegner reinzuchargen. Und wenn mir das dann angeboten wird, dass ich in etwas reinchargen kann, was sowieso schon ein Nahkampf mit meinen Jungs ist, ja. Dann mache ich das sehr gerne. Ja, aber diese Dynamik hat ja unser Spiel auch so interessant gemacht. Genau. Also auf der einen, das war Dawn of War, glaube ich. Auf der einen Seite stehen halt zweimal Aberrants und auf der anderen Seite stehen dreimal Sangarde und einmal Death Company. Mhm. Und keiner will so richtig den ersten Move machen. Und dadurch haben dann die Incursor und die Scouts dir das Spiel gewonnen. So, genau. Halt, ne? Da will ich nicht reinchargen, weil dann kommst du in mich und so. Dadurch war das irgendwie so Tiptoeing und ja. Dadurch hast du dann, weil du dann auch die Nachrunde hattest, einfach das Spiel gewonnen. So. Und dadurch hast du da mit den Incursern und Scouts halt auch so viel Forward Deployment, dass viel mehr geht, als wenn du jetzt, keine Ahnung, stattdessen noch einen Thunderfire hättest oder was. Ja. Genau, und Thunderfire, also erstmal, Blood Angels dürfen keine Thunderfire stellen, die gibt's da nicht. Da kann man das Äquivalent von Forge World nehmen, wenn man das möchte, aber ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, ich meine, diese Art der Liste mit einem großen Death Company Blob, mit drei großen Blobs Sangarde, die ist ja auch häufiger schon gespielt worden und ich unterstütze dahingehend das Konzept, in dem man schon sagen kann, also das ist sehr, sehr kompromisslos, mit Ausnahme eben der Wahl Incursor mitzunehmen, statt nochmal dreimal Scouts. Was man stattdessen halt nochmal reinpacken kann, ist, wenn man nochmal ein bisschen beschneidet, zum Beispiel an der Death Company, dann kann man halt nochmal einen Veteran Squad mitnehmen. Ist auch interessant. Die sind natürlich auch sauzäh. Dann hast du dann auch wieder einen ganzen Haufen Leute rumlaufen mit Storm Shields, mit schönen Dreier Retter in der Tasche. Mhm. Auch ganz gut. Den Weg wollte ich dann nicht gehen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Sehe ich so nicht. Für mich jetzt und deswegen habe ich das dann auch so aufgetaucht. Also das finde ich aber ganz gut. Ja, ja dann, wie ist dein erstes Matchup? Ja, ich habe ja direkt mal so eine richtig billige, so ein Freilos gekriegt, ne? Also das muss man halt schon sagen. Ich denke, das wird. Ein Nux klatschen, sagst du, ne? Ja, was ist das maximale Ergebnis, was man bekommen kann bei ITC 42, ne? Ja, mach mal 43. Achso, ja, dann ja, mach ich auch wenigstens 43. Ja, ich habe Mario Höltke bekommen. Den kennt ja fast keiner. Der hat ja auch nicht irgendwie... Hat er Prag gewonnen? Nee, Dritter. Nee, aber, ja, ganz weit oben. Ganz weit oben. Und ja gut, also dann habe ich halt schon mal ein bisschen das Pech gehabt, dass ich schon gegen einen sehr guten Spieler spiele. Dann hat er aber auch eine schlechte Liste. Hat dann gesagt, ich nehme mir Raven Guard Successor mit Hungry for Battle und Long Range Marksman. Ein Captain mit Master of Ambush, Chapter Master mit Jump Pack, dreimal Scouts, fünf Aggressoren, Fünferpaket, Sense, Dreierpaket und Dreierpaket, also Assault Sense, klar. Dann dazu nochmal ein Battalion mit zwei Venerable Chaplain Dreadnoughts, dreimal Scouts und dazu noch ein Spearhead mit den obligatorischen Captain und drei Thunderfire Cannons. Jo. Jo. Ins Gesicht, sag ich mal. Ja, viel schlimmer hätte es eigentlich nicht kommen können. Das ist ein Spiel um die erste Runde. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, wenn ich die erste Runde nicht bekomme, dann kann ich halt irgendwie versuchen, aber ich muss mich halt überall irgendwie, ich muss mich in den Häusern eingraben. Ich darf die Death Company wahrscheinlich spielen. Ich darf die Death Company wahrscheinlich nicht aufstellen. Nee. Weil die sonst Gebäck Thunderfire kennen wird, was mir überhaupt nicht schmeckt, weil an meiner Liste ist schöner eigentlich immer alles sofort aufstellen. Man muss mit der Blood Angels Liste nichts im Drop behalten, weil du sowieso permanent die Möglichkeit hast zu droppen, indem du halt was hochnehmen kannst. Von daher ist das sowieso das permanente, Risiko, in das der Gegner läuft, dass immer mal wieder was hochgeht und wieder runterkommt. Also ich glaube, wenn alle Thunderfire Cannons auf die Death Company schießen und ich bei denen Transhuman Physiology anschmeiße und Fünfer Feel No Pain über Stratagem, da müssen rein rechnere wahrscheinlich alle Thunderhammer stehen bleiben. Ja, immerhin. Ja, aber es und so. Ja, ist ein toughes Matchup, würde ich sagen. Aber trotzdem dann teuer bezahlt mit CP, ne? Ja. Und ich denke auch, dass wenn du da den zweiten Zug hast, ist das eher von Nachteil.
kommt ein bisschen auf die Map an, die kennt man ja auch schon. Wie tief du quasi stehen kannst, um die Aggressors quasi zu verhindern. Ja, die Aggressors haben ja nur, was für Reichweite haben die? 18 oder nicht? Ja, die haben nur 18. Ja, also es ist, hängt ein bisschen davon ab, wie dynamisch du dann auf der Karte agieren kannst, ob ne, dass du dich dezentral stellst und so. Super also spannend. Das sind, was man halt auch nicht vergessen darf, ich meine, ja klar, das ist halt super viel Dacker auf der anderen Seite. Runde 1, also das sind halt auch alles immer noch Bolter, ne? Mhm. Und das sind keine Heavy Bolter, das sind stinknormale Bolter. In der ersten Runde kommt da jetzt dann, ja, das sind viele Schuss, aber ich meine, die Sangarde hat eine 2er Hose und 4er Pain. Ja. Also. Geht schon. Das geht schon. Die Thunderfire ist das große Problem. Ja. Genau. Aber ansonsten, ja, also das ist halt eine richtig, das ist halt einfach eine Liste voll in die Fresse. Und ich meine, die Liste ist ja auch so sehr, sehr berühmt, berüchtigt, ne? Habe ich gar nicht gesagt, dass natürlich sind die Thunderfire Cannons Imperial Fists, ist ja klar. Ja. Schön Deckung ignorieren und ich freue mich auch schon das erste Mal mit den Ridge Runnern gegen Imperial Fist Thunderfire Cannons. Das wird großartig. Die haben nur Toughness 5. Die zerbröckeln einfach. Naja. Ich habe schon wieder vergessen, was verlieren die nochmal, wenn die irgendwie die ganzen Chapters mischen? Ich krieg das nicht. Das Raven Guard Dings, weiß ich gar nicht, was verlieren die denn? Diese Sniper-Geschichten? Nee, das ist das Imperial, genau, Imperial Fists verlieren, so ist ich jetzt auf 6, ne? Ja. Ja. Aber Raven Guard weiß ich gerade gar nicht. Deren Trade, also der pure Raven Guard Trade ist ja irgendwie plus 1 to Hit und to Wound gegen Characters. Ja. Aber was ist, was auch die Successor bekommen? Keine Ahnung. Ja, Successor spielt er ja sowieso, also das ja. Hungry for Battle und Long Range Marksman. Hungry for Battle ist ja plus 1 Advance and Charge. Ja, it's a net. Ja, dann ist er zumindest schneller bei mir. Ja. Auch da übrigens ganz cool, wenn du in einem Haushalt stehst und der Gegner möchte da reinchargen und er hat 3 Thunderfire Cannons oder weiß der Geier nicht was, ist es halt immer noch besser, da irgendwelche Primaris Marines stehen zu haben, als 5 Scouts. Definitiv, ja. Genau, ja. Also das wird auf jeden Fall eine heiße Kiste. Ihr? Wir spielen morgen am 28. Genau. Dann abends werde ich definitiv dann übertragen, wenn wir dabei sind. Das wird, glaube ich, eine schöne Sache. Mario war auch auf unserem Turnier auf dem Alliance Northwest GT letztes Jahr. Ganz netter Kerl, deswegen freue ich mich auch sehr auf das Spiel. Das wird schön. Träumchen. Genau. Ja. Soweit das, ne? Soweit. Genau, das. Es gibt mehr Content durch die Warp-Show, wie auch immer wir sie nennen. Ja. Und Hammershow. Dadurch werden wir auf jeden Fall alle auf dem Laufenden halten. Warte, stopp. Hier. Warp. Hammershow. Okay. Tada. Ja, ist okay. Ja, ihr bleibt also auf dem Laufenden, was die nächsten 4-5 Wochen da passiert. Vielleicht noch zum Modus. Es gibt für alle Teilnehmer 4 Runden und dann gibt es eine Finalrunde quasi. Ich glaube, das ist dann an einem Tag und es können sogar 2 Spiele sein, weil die Top 4 sich dann am letzten Tag nochmal für ein Halbfinale und Finale treffen. Also das ist eigentlich ein 6-Runden-Turnier. Ja, das ist doch geil. Also das ist wirklich toll. Ich habe auch mich die Frage dann vielleicht, würde ich dann zum Abschluss hier auch noch mit reintragen, weil wir vorhin kurz drüber gesprochen haben. Glaubst du, dass diese Art der Warphammer-Events oder sage ich mal der Tabletop-Simulator-Events noch weiterlaufen wird, auch wenn wir ja richtiges 40k spielen können? Oder meinst du, dass das dann auch so komplett weggeebbt? Ich glaube, das wird deutlich weniger sein. Aber ich glaube, dass man sowas wie eine kleine Liga am Laufen haben kann. Oder nicht, eine Liga läuft sich immer tot, aber so ich finde, so ein wöchentliches Turnier, ne? 3 oder 5 Spiele, mal 1 in der Woche. Ich glaube, es gibt genug Begeisterte, für die das halt auch leichter einzurichten ist, weil die vielleicht irgendwie nicht an einem Club angebunden sind. Oder weil die irgendwie das familiär nicht so gut hinkriegen, auf Turniere zu fahren oder so. Und das wird sich, glaube ich, schon halten, wenn es jemanden gibt, der das sich dessen annimmt, so das organisiert. Sonst wird es halt nichts. Ne? Das ist immer das Wichtige, das haben jetzt hier Fred und Janik und Marv und so gemacht und dadurch halt eine Struktur geschaffen, die man jetzt auch durchaus weiterführen kann.
Ich finde es super. Und ich finde, das hat halt echt eine Menge Vorteile. Jeder kann das total niedrigschwellig streamen. Man kann super leicht zugucken. Es läuft die ganze Zeit was. Es ist auf diesem Server so viel los. Es ist großartig. Ja, das ist halt echt mega geil. Also, das ist wirklich einfach wunderbar zu sehen, wie viele Leute die ganze Zeit on sind und wie viele Spiele gerade laufen. Das sind halt immer zwei Spiele live. Ich glaube, während wir sprechen, arbeiten die Boys daran, dass man das hinkriegt, dass die Spiele halt übertragen werden. Irgendjemand hostet das halt. Man hört die Spieler reden, aber man kann sich trotzdem in dem Sprachchannel unterhalten, ohne dass die Spieler einen hören. Ja, das ist halt die Krönung dann, dass man quasi live das Spiel mitdiskutieren kann, trotzdem mitbekommt, was die reden, aber man redet nichts vor oder man pfuscht hier nicht die ganze Zeit dazwischen und nervt die. Das ist auf jeden Fall eine super coole Geschichte. Das Finale wird definitiv auch richtig gestreamt und sowas. Also ja, guckt euch, wer es noch nicht gemacht hat, guckt rein, kommt in den Channel, guckt euch Spiele an. Das ist einfach super cool. Ja, genau. Und das, damit können wir dann heute auch hier ja. Deckel drauf, dies, das. Deckel drauf, Tür zu, Reißverschluss zu, all das. Hose wieder an. Kurze Hose wieder an, genau. Die zieht man ja immer zum 40k aus. Ja. Das habe ich auch vorhin gelernt. Nee, das war wunderbar. Liebe Leute, freut euch auf das durchgängige Coverage vom Warhammer-Turnier über unsere Warhammer-Schau, Studio, was auch immer, wie es am Ende heißen wird. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt's Content. Und ganz wichtig nochmal, Freitag, 1. Mai, so gern 19 Uhr, schön die Augen offen halten, bis wir live gehen. Vorher auf Facebook und Instagram schauen, da sagen wir nochmal genau Bescheid, sodass ihr dann fleißig eure Tickets holen könnt für das Hanseatic Alliance Open am 3. und 4. Oktober im wunderschönsten aller Bremens. Eines der schönsten. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Haut's rein. Und bis bald. Raus. Tschö. Moin.